Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich blicken lässt, wird er getötet oder festgenommen. Damit willkommen zurück zu COD Black Ops Cold War. Wir sind hier in Ost-Berlin und müssen Volkov ausschalten. Wir können loslegen. Dann los geht's. Hör nicht weiter auf deine Mutter. Gut. Nur noch den Atomkrieg im Kopf. Ah, die gute alte Ost-Berliner Bahn. Kommt auf jeden Fall nie zu spät. Heinrich, du siehst wirklich fertig aus. Stimmt. Wir waren lange auf. Gut, Laser, viel Spaß. Sobald der Zug abbremst, springen wir beide ab. Park, Lazar, ihr fahrt noch weiter. Bell und ich finden Kraus. Okay, der Zug bremst ab. An die Arbeit. Verstanden. Absprung in zwei. Und los geht's. Aua. Vorsicht, ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Alles gut. Mit Berlinern kenne ich mich gut aus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschleichen. War das nicht auch die DDR-Zeit? Ich glaube schon. Also 1981, dann ist er wahrscheinlich. Ja, noch das. Das ist noch die DDR-Zeit, eindeutig. Schalten wir ihn lautlos aus. Vorsicht. Okay. Schleich mich. Schön langsam. Halten. Folgen. Dann ist die nächste Patrouille angesetzt. In 15 Minuten. Gut. Okay. Wir gehen rein. Gesichert. Gut. Hier entlang. Hier geht es raus. Ja, warte kurz. Komm, ich helf dir. Hey! Scheiße! Was ist hier los? Folg mir! Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden! Halt, halt, halt! Beruhigen Sie sich. Wir finden da doch sicher ein... Jetzt! Was zum... Geil, man könnte einfach seine Waffe nehmen. Das sehr ist gut. Ja nice. Machen wir hier sauber. Okay. Aber wir dürfen auch Leichen wegtragen. Bisschen wie bei Hitman. Ja, hier wird es schon keiner bemerken. In den Kasten. Kraus sollte bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Gut. Sicher. Park, Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Na los, hier lang. Dann beeil dich mal ein bisschen. Vorsicht, Scheinwerfer! Oh, verdammt. Ich gehe vor. Oh mein Gott. Das war die DDR-Zeit? Uiuiui. Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Yep. Berliner Mauer, sag ich nur. Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Gut, verstehe. Kamera ist aktiv. Ich verdammt, gucke rein. Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Wenn sie Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkov.
Ja, man konnte früher nicht überall rein. Da steht auch Berliner Mauer, Sicherheitskontrolle, Achtung. Beim Kontroll. Alle Passagiere müssen ihre Reiseanträge bei der Militärpolizei einreichen. Ah ja. Warte, ich guck. Gute Arbeit, das ist er. Das ist Kraus. Nice. Mir nach. Yep. Wo schaffen wir das? Ah, ich konnte eins weiter runter. Park, Kraus hat eben die Mauer passiert. Statusbericht. Warum steht hier A plus J? Annika! Lol, soll das hier irgendwie ein Liebesantrag sein? A plus J. An was muss ich hier nur denken? Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Hudsons Informantin ist drin, hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Gott, bewegt mich los. Ab in die Bar, ein bisschen saufen. Arbeiten Sie schon dort? Sehr lange. Okay. Oh, guten Morgen. Ach so, guten Abend. Entschuldigung. Falsche Zeit. Na, wie geht's? Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Ja, kein Problem. Kraus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Warte. Ein paar Zigarren sind immer gut. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiße, bitte. Ich verstehe laut und deutlich. Also warten wir auf Volkov. Hudson hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Volkov her? Ja. Wie lange wird Volkov in Berlin sein? Wer weiß. Der Mann ist wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Die Polizei ist heute Abend ziemlich präsent. Warum? Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung zwei Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Ich danke Ihnen. Ich werde sehen, was ich machen kann. Dankeschön. Wünsche Ihnen viel Glück. Oh, ich dachte, jetzt kommt noch was. Also ich dachte, ich gehe jetzt und dann war's das schon. Aber was wissen Sie noch über den Kurier? Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Achtung, Bell, ich glaube, Volkov kommt rein. Wo ist Volkov? Man ist Ihnen gefolgt. Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Ort und Zeit werden neu bestimmt. Wir kümmern uns um Ihren Schatten. Bell, wir haben Ärger. Zwei Stasi-Leute gehen rein. Raus da, sofort! Verdammt. Gehen Sie durch die Toiletten. Ich halte Sie auf. Okay. Sterben Sie nicht. Scheiße, er muss hier raus. Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus Wohnung. Er bleibt unser Ticket zu Volkov. Jetzt bin draußen. Tarnung. Bleib versteckt, um nicht entdeckt zu werden. Feinde werden eliminiert, wenn das rote Symbol blinkt und die Anzeige geführt ist. Ja, das kenne ich noch aus Hitman. Ich brauche mehr Zeit. Ah, ich kann auch noch Schlösser knacken. Treff Lazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Freund. Wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. Vorsicht, Bell. Die Stasi ist überall. Ist der weg? So. Ja, alles gesichert, Brody. Vielen Kannst Dank. Hier raus. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Ja, das finde ich ja toll. Triff mich im Gebäude gegenüber deiner jetzigen Position. Oh, verdammt. Errege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Ich sehe sehr viele Stasi-Leute. Die Polizei ist überall. Was soll ich denn vorgehabt haben? Es muss doch einen Grund geben, dass du hier nachts an unserer Polizeiwagen. Oh, meine Güte. Die ganzen Deutschen hier. Ich seh mal nach. Ich Hallo? Seh dich. Ja, nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Ich war nicht hier.
Okay, hier kann ich nicht rein. Dann machen wir es auf die Hand. Waffenfeuer! Alles super. Ich konnte sie sehr schnell noch ausschalten. Mark, wie ist die Lage? Ich bin in einem Laden gegenüber von Kraus' Wohnung. Er kam gerade nach Hause. Die Stasi sucht das Gebiet ab. Ich muss mich versteckt halten. Ich stoße dazu, sobald es sicher ist. Bell, geh sofort zu Park und Lazar. Ende. Ja, warte kurz. Bis ich noch das Schloss knacken. Ich brauche Hilfe! Hab's. Lassen Sie mich gehen! Waffe gemacht! Sie kenne ich von Bildern. Wer bist du? Ich da. Sie werden gesucht. Was ist hier passiert? Ich habe ein KGB-Gebäude in der Nähe überwacht. Ich weiß nicht, wie Sie mich fanden. Ich habe nach Vorschrift gehandelt. Hätten es schießen. Komm, ich vertraue den Typ nicht. Sie waren unvorsichtig. Man kann ihnen nicht trauen. Wir sind hier fertig. Töten Sie mich nicht! Was? Ist hier jemand? Ja. Keine offenen Enden, töte Lukas Richter. Na, weiß nicht, ob das jetzt gut war oder schlecht. Lesen, 23. Februar 1981. Subjekt 0710 hat sich bisher als unglaublich resistent gegen unsere Verhörmethoden erwiesen. Aber ein kürzlich erzielter Durchbruch hat einige interessante Erkenntnisse erbracht. Unter extremem Druck behaupten das Subjekt für den KGB zu arbeiten. Okay, ihr könnt hier den Rest lesen, falls ihr Bock habt. Ich bin zu faul dafür. Okay. Fuck, sie haben bemerkt, dass hier Leichen sind. Nicht so geil. Scheiße! Sanitäter! Oh, scheiße. Sie fährt dann nochmal weg. What the fuck? Wie hat er mich bemerkt? Oh, Laser. Wenn du das unauffällig nennst, helf uns Gott. Folge mir. Tut mir leid. Los, mach zu. Ja, schön den Stuhl da dran. Sei still, sonst verpfeifen uns die Anwohner noch. Haben sie bestimmt schon. Egal, wir müssen jetzt weiter. Park ist im Elektrogeschäft direkt gegenüber von Kraus' Wohnung. Ich wollte ja ein Würstchen aus dem Braunbär mitbringen. Aber die haben schon geschlossen. Ja. Was erwartest du? Park ist gleich voraus. In Deutschland ist am Sonntag zu und abends kannst du es eh knicken. Kannst du mir glauben, ich kenne Deutschland sehr, sehr gut. Wir sind zurück. Vor ein paar Minuten hat ein Wagen bei Kraus' Wohnhaus gehalten, aber ich konnte nicht sehen. Moment. Kraus telefoniert gerade. Ich guck mal kurz. Ja, Augen auf Kraus. Sehe ihn. Der Aktentreffer ist sicher. Ich hatte ihn die ganze Zeit bei mir. Er hat einen Aktenkoffer. Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Volkov Kraus Aktenkoffer will. Mit einem Peilsender führt er uns direkt zu Volkov. Einer von uns kann sich in Kraus Wohnung schleichen. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Bell übernimmt. Verstanden. Während er dabei ist, sehe ich mich draußen um nach. Ungebetenen Gästen. Gut. Park, ich bewege mich los. Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Die Stasi hält jeden an. Sei vorsichtig. Bill, ich habe Kraus in ein Buch schreiben sehen. Versuch es zu finden. Oh, bitte geh weg. Wer ist das? Bill, wenn Kraus oder seine Frau dich sehen, ist die Mission vorbei. Stehe. Du kannst seine Frau betäuben, wenn nötig. Aber Kraus muss zu diesem Treffen gehen. Ich rufe gleich bei Kraus an. Halt dich bereit, hineinzugehen. Ist die Frau besonders? Okay. Nehmen wir mal das Schloss.
Ups. Und jetzt noch das andere. Bin drinne. Gute Arbeit. Jetzt finde den Aktenkoffer. Das war die Frau. Oder. Brauchst du gar nichts versuchen. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Oh, he doesn't see me. Alter. Wie? Hast du keine Augen oder was? Fuck, er hat sogar noch eine Tochter. Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. Ja, alles gut. Mach einen Beweis mit. Nehm ich doch mit. Hier deine... Was ist passiert? Was? Was ist jetzt passiert? Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? War ich zu langsam? Ich glaube, ich war irgendwie zu langsam. Sie wird stundenlang schlafen. Räum auf. Ach, ich muss den Körper noch wegmachen. Ja, dann sag doch gleich. Ja, okay, ist eigentlich selbstverständlich. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Nein, tut sie nicht. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Aber dafür kann ich doch nichts. Sie ist einen Stock höher. Papa, kommst du? Kraus verlässt dein Büro. Versteck dich. Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Oh. Lass dich nicht von Kraus entdecken. Ja. Kann ich nicht ducken? Warum kann ich nicht... Ah, jetzt kann ich ducken. Roseline. Ich glaube, ein Gegenüber. Dann. Ada? Ich verliere Kraus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Kann ich nicht die Tür zumachen, meine Güte? Hier ist nichts. Du hast keine Zeit mehr. Finde den Aktenkoffer. Ah, ich weiß doch. Hier. Verdammt nochmal, mach die Scheiße auf. Gott, bin drinne. Okay. Wir haben ihn. Belle, hast du den Aktenkoffer gefunden? Es gibt Aufnahmen, die möglicherweise Atombomben zeigen. Verstanden. Platzier den Peilsender und dann verschwinde. Ich komme gar nicht von dort. Ich komme von Wind. Hilfe! Ist da eine Frau drin, ne? Nee, ich will da... Nein. Ich habe keine Wahl. Scheiße. Ich muss sie jetzt befreien. Ich will die nicht befreien. Ich will hier raus. Na gut. Ja. Ach, scheiße. Ah. Scheiß Kraus! Sie haben zugelassen, dass er in Ihre Wohnung eindringt. Ich kann es nicht erklären, wie er an das Material kam. Aber ich habe ihn hergebracht. Das macht es deutlich weniger unangenehm für Sie. Perseus sucht sich schon lange. Dann werden Sie Perseus sagen, dass ich ihn erwischt habe? Ah, endlich. Perseus hat ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Leck mich doch, du Arschloch. Scheiße. Wir machen wir's leicht. Dann machst du es nicht besser. Spielzeug auspacke. Ich frage nochmal. Für wen arbeitest du? Ich wurde geschickt, um dich zu eliminieren. Hinter Jesna.
Und was verschafft mir plötzlich die Ehre deiner Aufmerksamkeit? Du schmuggelst Atombomben. Ich habe die Fotos gesehen. Perseus zahlt mir ein Vermögen, um seine Waren aus Europa rauszubringen. Ich wette, er zahlt mir sicher noch viel mehr für deine Leiche. Leiche ist teurer als deine. Ich könnte dich wahrscheinlich gebrauchen. Aber du bist beschädigte Ware. Nur das Grab kann an den Buckligen heilen. Ich will mir nicht so sicher sein. Das war's mit dir, Volkov. Tötet sie! Brauche hier noch Unterstützung. Oh, wollen wir vielleicht auf ein Date? Ich sichere den Koffer. Schnapp, Volkov. Okay, verstanden. Los, Leute! Wir müssen ihn finden. Schnappen wir diesen Gauner. Der hat mich einfach entführt, Junge. Und ich musste diese Frau da rausholen. Wo ich es gar nicht wollte. Naja, aber ich glaube, die Mission wollte das halt. Mal Granaten werfen. Passt schon. Jawohl. Aua. Ich glaube, der hat meine eigene Granate geworfen. Laser steht nicht im Weg. Uiuiui. Ganz vorsichtig. Alter. Ich will ihn nicht leben halten. Der hat mich entführt. Egal. Los, 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 los. Verdammte Penner. Was war's mit dir? Alter, führt er mich? Das war das Richtige. Einer von Perseus Leuten weniger. Wirklich? Ich wollte ihn lebend. Der MI6 hätte so viel aus ihm rausholen können. Dumm gelaufen. Und jetzt verschwinden wir aus Ost-Berlin. Volkovs Informationen bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Perseus hat eine Atombombe durch Ost-Berlin geschmuggelt. Das ist noch nicht gesichert. Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Ein Überflug zeigte das hier. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Well, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke noch Ausrüstung. Handelt nach eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt. Werfen wir einen Blick hinter den eisernen Vorhang.